I need scissors. 61. Und ich würde sagen, dann let's do it. Springen wir einfach mal runter. Ja. Einfach episch, wie Snake vor einer Backsteinwand hier mit dem Fallschirm runterspringt. Und wir landen in diesem schönen Hof hier. Und wenn ich mich noch recht erinnere, müssen hier noch Minen rumliegen. Und meine Erinnerung hat mich wieder einmal nicht im Stich gelassen. Du hast mich verwundert. Dann wollen wir mal ganz vorsichtig. Ganz. Ach, Scheiße! Fuck! Ja. Soviel zum Thema ganz vorsichtig. Wir haben Karte 4. Und jetzt heißt es erneut ganz vorsichtig, denn die Minen respawnen. Und ich weiß jetzt gerade nicht, was ich im Vergleich zu vorher falsch gemacht habe. Ganz großes Kino. So. Wir lassen Hunde verschwinden. Dr. Marner, war ich zu spät? Sieht so aus. Oh Gott, alles zugepflastert mit diesen Wachhunden. Was haben wir hier? Eine Geisel. Danke, dass du mir geholfen hast. Dr. Marner wurde gerade zum Gebäude 2 gebracht. Immer habe ich so ein Glück. Das Gebäude 2 befindet sich 10 Kilometer nördlich von hier. Ja, super. Dann laufen wir mal 10 Kilometer zu Fuß. Ne? So, falls ihr euch wundert, warum ich gerade den einen Truck nicht mitgenommen habe, denn der eine Truck fährt uns wieder auf die andere Seite hin. Das wäre jetzt nicht so schlimm, weil dieser Innenhof da gehört zu diesem Hof, den ihr ganz am Anfang gesehen habt, wo ich das Fernglas her habe. Das wäre zwar jetzt nicht so schlimm, wenn ich da hinfahren würde, weil ich ohnehin jetzt hier wieder beim Anfang bin und ja hier eine Tür öffnen könnte mit der Karte Nummer 4 und ja, jetzt müssen wir irgendwie an diesen 4 Wachen da vorbeikommen. Das möglichst ohne Geduld zu verlieren. Mit Abknallen ist irgendwie nichts. Um die Ecke schießen so auch nicht. Okay. Jetzt ist die Chance. Sehr gut. So, und dann sind wir jetzt außerhalb dieses Gebäudes. Hier sind auch wieder Minen. Und ich glaube, hier darf man nicht in den rechten Truck einsteigen. Ich hatte jetzt gerade schon die Befürchtung, es wäre der linke, aber passt alles. Also einer von den beiden bringt einen auf jeden Fall auch wieder irgendwie zurück. Wo man wieder Backtracking in Kauf nehmen muss, aber das müssen wir ja nicht haben hier. So, ich würde sagen, wir saven das Spiel nochmal. Speichern ab, auch zu Deutsch gesagt. Und dann laufen wir alleine in der Wüste rum. Ich fühle mich einsam, wenn ich allein durch die Wüste gehen muss. Ich stelle mir vor, oh, ey, oh. Die Sphinx gibt mir, ihr wisst schon was für ein Kuss. So, mittendurch. Boah! Was war das? Ja, was auch immer es war, wir können erstmal hier wieder an Rationen aufstocken. Müssen jetzt ja dafür, dass wir einen 3-Sterne-Rang haben, eine ganze Menge mehr mitschleppen können. Als die 6 vom Anfang. Und Rationen kann man ja nie genug haben. Wow. Hier kann man, glaube ich, auch noch so einen kleinen Trick verwenden. Denn in der Wüste kann man im Prinzip immer, wenn man weiterkommen will, darf man im Prinzip nur nach oben und nach unten gehen. Wenn man nach links und nach rechts geht, dann befindet man sich in so einer Art Endlosschleife und man kommt halt nicht weiter. Und um diesen Bomben auszuweichen, kann man immer schön am Rand entlang gehen und dann immer, wenn eine Bombe, also wenn man dieses Pfeifen da hört, wenn die Bombe runterfliegt, kann man im Prinzip dann so einfach mal ganz lässig umgehen. Und ganz lässig kann ich hier jetzt auch 10 Millionen Rationen mitnehmen. Hört echt nicht mehr auf. Ah, endlich. Wurde doch mal Zeit. 18 Stück haben wir jetzt. Jo, das sollte für eine Weile reichen. Ja, das ist dieser schöne Trick. Und
und ein Panzer, ja. Den wir mit Minen besiegen müssen. Warum ich jetzt hier so eine feige Huhn-Taktik wähle, ist ganz einfach, denn wenn der Panzer einen berührt, oder wenn wir den Panzer berühren, dann ist Schicht im Schacht, dann sind wir im Eimer. Und man sollte sich auch nicht in die Mitte vor dem Panzer stellen, denn dann schießt er mit seinem Penis da vorne Raketen ab und die töten einen auch mit einem Treffer. Und das wollen wir alle nicht. So, also viel soll da nicht mehr aushalten. Ui. Ja. Hatte ich Oje gesagt? Ich meinte ausgezeichnet. So. Was haben wir hier oben? Nix. Ich glaube, wir brauchen jetzt gleich die feindliche Uniform, um in das nächste Gebäude reinzukommen. Okay, hier sind schon mal keine Minen. Ah ja, genau da ist es. Es scheint so, als würde Foxhound versuchen, in die Basis zu infiltrieren. Was immer ihr auch tut, lasst sie nicht durch. Ja, in die Basis infiltrieren. Also hört sich nicht nach korrektem Deutsch, aber egal. Hier spricht Big Boss Inspektion. Tragen Sie die Uniform des Feindes und unterwandern Sie ihn. Lassen Sie uns von jetzt an für alle weitere Kommunikation die Frequenz 120.13 benutzen. Ende. Jo, dann wollen wir das gleich mal testen. Ups. Toll. Ja, tolle Frequenz. Funktioniert die alte denn wenigstens noch? Nein. Funktioniert bei ihr noch was? Hi, hier ist Diane. Lass uns von jetzt an für alle weitere Kommunikation die Frequenz 120.91 benutzen. Ruf mich wieder an, okay? Tschüss. Super, einfach super, diese Funkkontakte. Kann mich echt mal am Arsch lecken. Ja toll, da kommt wieder keiner ran, ey. Ach, wisst ihr was? Fickt euch ins Knie, ey. So, Uniform an und rein hier. In Ordnung, geh rein. Werde ich auch tun. So.